Hallo, liebe Offen Adventure Studios. Jetzt willkommen zu unserem neuen Pärchenkanal. Heute geht's um Set Catering. Was ich auch noch nicht wusste, bevor sich in meine Achsel reingelegt hat, ist, dass ich ordentlich schwitze. Scheiße. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Der Sommer ist vorbei, es ist definitiv der ewig lange deutsche Winter angekommen. Und ich bin überhaupt kein Fan vom deutschen Winter und kalt, das ist gar nicht mein Ding. Aber inzwischen gibt es zumindest eine Sache, die es ein bisschen besser macht. Und deswegen werde ich die gesamten nächsten 7 Monate nie wieder nicht eine lange Thermounterhose anhaben. Wirklich eine der besten Sachen, die ich mir je gekauft habe. Das ist so eine Sache, die ich schon mal erwähnt habe. Für Drehs richtig gekleidet zu sein, gerade im Winter, ist mitunter das A und O. Deswegen, wenn mich junge Leute fragen, in was sie investieren sollen, ob Kamera oder Objektiv oder sonst irgendwas, ist meine Antwort relativ häufig, gescheite Klamotten. Es gibt nichts Schlimmeres, als am Set zu frieren. Ja, wir bauen ein Interview-Setup heute. Und dann sagte Marius, er hätte letztens irgendwie so eine geile Idee gehabt, dass man was mit der Pflanze hier machen könnte und der Gitarre. Das machen wir gerade und es sieht jetzt schon geil aus. Wir machen das tatsächlich nicht nur aus Langeweile, sondern weil wir die aktuelle Zeit nutzen wollen und mal wieder ein bisschen an unserer Außenwirkung und an Showreel und sowas arbeiten möchten. Und das nicht nur möchten, sondern auch machen. Und damit es hier noch schöner aussieht als sonst, dekorieren wir direkt noch ein bisschen um. Und wenn das geil ist, lassen wir es auch einfach. Und ich glaube, es wird geil. Das große Dilemma, was ich manchmal sehe bei unseren eigenen Projekten oder bei eigenen Projekten generell, ist, dass man die nicht so ernst nimmt, wie zum Beispiel ein Fremdprojekt und dann irgendwie alles ein bisschen hinschludert. Und jetzt ging es gerade schon los, dass Jascha drüben sagte, hey, lass die 600D aufbauen und XY. Und dann steht man hier im Lager und die 600D ist im Auto und der Autoschlüssel ist nicht da. Und schon ist man bereit, Kompromisse einzugehen. Nee, machen wir jetzt heute nicht. Wir nehmen es ernst. Warum hast du dich für die C70 entschieden, Jascha? Also ehrlich gesagt war das so, der Maus meinte, ne, C70 und ich so, ja, cool. Ich finde die C70 einfach eine gute Kamera. Es gibt keinen Bildunterschied zwischen C300 und C70. Das wäre die nächstgrößere Wahl in unserem Hause. Und die C70 ist so schön kompakt. Klingt dumm, aber für mich reicht das als Argument. Ich finde tatsächlich, es gibt noch einen bildlichen Aspekt, der dafür spricht. Und zwar gibt es nämlich insofern einen Unterschied zur C300, dass man bei der C70 diesen Vollformatadapter benutzen kann. Oh. Und die Sigma Primes plötzlich wirklich Vollformat-Objektive sind. Oh, und 50 mm Vollformat sind natürlich für das Setting, was wir davor haben, richtig, richtig schön. Ich weiß, wir haben vor fast einem Jahr, glaube ich, mal dieses Vollformat versus APS-C-Video versprochen. Das müssen wir unbedingt mal machen, weil ich glaube, Leute verstehen teilweise immer noch nicht so richtig, warum das anders aussieht und was genau anders aussieht und so weiter und so fort. Das schieben wir schon seit Ewigkeiten von uns her, kommt aber bald. Vielleicht, möglicherweise, hoffentlich. Wir sind, wie die meisten, schon seit längerem nicht mehr so 100% zufrieden mit unserem Webauftritt, was die Webseite angeht. Und ich bin naiv immer davon ausgegangen, ja gut, Webseite, wer nutzt das schon? Und es stellt sich raus, doch mehr Leute, als man glaubt. Das heißt, es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir da mal ein bisschen ein Refresh machen. Okay, erzähl noch zwei, ja? Yes. Als wir angefangen haben, waren wir ja zwei Kameraleute und als wir uns zusammengetan haben, war irgendwie klar, ich gehe in die Regierolle, Marius macht mehr Kamera. Jeder bleibt einfach da, wo er am besten ist. Das war schon sinnvoll. Aber gleichzeitig hatten wir einen Firmennamen und das sah nach außen immer aus, als wären wir eine Produktionsfirma. Wir haben uns ja auch immer so positioniert. Wir haben uns auch so verstanden. Dann haben wir dann in den letzten 3 Jahren gemerkt, Moment mal, die Jobs, die wir machen, da ist Marius DOP, ich bin Regisseur. Und wir sind keine Produktionsfirma. Ich glaube, die große Frage, das habe ich auch mit Carina am Wochenende gehabt, als ich versucht habe, ihr das zu erklären. Und sie meinte, aber ihr seid doch eine Produktionsfirma. Ihr macht doch Filme. Und ich glaube, das muss man vielleicht auch noch ein bisschen differenzieren, was das heißt. Wir bieten nicht mehr dieses klassische von A bis Z an, was wir früher viel angeboten haben. Also wir hatten früher wirklich so Sachen, gerade für Werbekunden, die mir angerufen haben, gesagt, hallo, ich habe ein neues Produkt. Ich brauche einen Film fürs Internet. Können Sie uns helfen? Und dann fing man da an zu beraten, was soll man machen? Facebook, YouTube, irgendwann Instagram, bla bla bla. Dann hat man mit denen ein Drehbuch entwickelt. Dann hat man eine Location gesucht. Man hat Darsteller gefunden, blablabla. Und bis zum Schnitt, Color Grading, Ton,
haben wir das komplette Ding gemacht. Und durch unsere TV-Expertise oder durch unseren TV-Ausflug, der so gar nicht geplant war, ja, haben wir plötzlich gemerkt, okay, geil, es gibt für uns Arbeitsplätze, wo wir nur das machen müssen, worin wir gut sind und worauf wir Bock haben. Was wir vor allem auch gemerkt haben, ist, dass die Kombination von einem Regisseur und einem Kameramann beziehungsweise meiner Crew gesamt kommt auch gut an. Also wir hatten das jetzt bei vielen Kunden so gespürt, dass die das geil finden, nicht einen Regisseur zu suchen und dann einen Kameramann mit einer Crew zu suchen, sondern einfach zu sagen, ach cool, die arbeiten zusammen, die verstehen sich gut, die machen gute Produkte, ja, easy peasy. Man hat eine relativ hohe Garantie, dass es einfach am Set gut läuft. Also ich glaube, wenn sich Regie und Kamera nicht gut verstehen, boah, und irgendwie nicht eine Sprache sprechen, dann kann man viel Zeit verlieren. Und bei uns ist, glaube ich, wenn wir ein bisschen Zeit haben, dann wird es kreativ sehr, sehr gut, weil wir dann anfangen, uns auszutoben. Und bei anderen Leuten, wenn die wenig Zeit haben, kann es sein, dass es kreativ sehr schlecht wird, weil die sich dann die ganze Zeit nur in den Haaren haben. Und das machen wir sozusagen nach Feierabend. Und was wir gemerkt haben, ich spiele das einfach ein bisschen. Was wir auch gemerkt haben in der letzten Akquise, was wahrscheinlich Anfang des Jahres war, wie immer, ist, dass wir teilweise von außen dann gar nicht verstanden wurden. Weil wir waren zum Beispiel bei einer anderen Produktionsfirma und die haben nicht so richtig verstanden, was wir denen jetzt anbieten wollen. Die haben mehrfach gefragt, ja, was wollt ihr denn jetzt? Also habt ihr ein Drehbuch geschrieben? Wieso? Nee, also wir sind einfach nur ein Regisseur und Kameramann und wenn ihr sowas braucht, würden wir für euch arbeiten. Ja, wir verstehen jetzt nicht, was ihr anbietet. Das war ein bisschen strange, weil die uns natürlich vorher gesucht hatten, Superstar GmbH, und dann halt eine Produktionsfirma gefunden haben und sich wahrscheinlich dachten, was wollt ihr von uns? Ihr seid doch selber eine Produktionsfirma. Und das ist ein bisschen blöd. Und ich glaube, da müssen wir einfach auf den Nenner kommen. Ja. Auch nach außen hin, jeder, der uns googelt, einfach direkt das findet, was wir wirklich sind. Genau. Okay. Juli. Reicht für heute. Das war mein Interview. Ne? Holy smokes. Das ging jetzt dann doch über 2 Stunden. Das ist richtig verlabert. Es war, ich weiß gar nicht, wie es war. Ich möchte sagen, gut, aber wie so häufig haben wir jetzt so lange und so viel geredet, dass ich mir einfach nicht mehr sicher bin, ob das irgendwie sinnvoll war. Aber ich glaube, die Aussagen, die wir brauchen, sind im Kern drin, hoffe ich. Kurz zum Setup. Wir haben hier eine Tonangel über... Naja, wir haben unseren C-Stand zur Tonangel gemacht. Hier hängt unser Sennheiser MKH8060, heißt das, ne? Das geht über ein XLR-Kabel zu unserem Mixpre-Tonrekorder, 32-Bit Floating. Das heißt, wir mussten uns hier keine Sorgen machen um Pegeln. Das haben wir jetzt einfach in die Post verschoben, das ist sehr angenehm. Als Keylight haben wir die Aperture 600D mit dem Light Dome 2 benutzt. Die ist auf 55% und war tatsächlich teilweise immer noch zu hell, dadurch, dass wir draußen sehr wechselndes Wetter hatten. Zwischendrin kam halt die untergehende Sonne rein. Ja, untergehend, es ist Oktober. Gedreht haben wir auf der C70 mit der 50mm Sigma. Auf einer Blende, umgerechnet F1.0. Durch diesen Speedbooster, da kam dann noch ein bisschen mehr Blende raus. Wir haben jetzt noch schnell hier ein schnelles, fettes Kamerasetup zusammengebaut und die R6 auf den Gimbal gepackt und laufen jetzt gegen nicht ersichtlichen Sonnenuntergang, machen noch 2, 3 Beauty-Shots in Epic Gimbal Slow-Mo. Entschuldigung. Manchmal ist es raus. So, das war jetzt eigentlich ganz nice. Josh hat ein bisschen mit der R6 und dem Gimbal gekämpft und vor allem haben wir mit Mücken gekämpft, wie blöd. Ich dachte eigentlich, dass jetzt so die Jahreszeit vorbei wäre, aber scheinbar nicht. Und jetzt wird sich zurückgespurtet und Feierabend gemacht. Ja. Bist du zufrieden? Ja, ich glaube schon. Also man kann auf dem kleinen Bildschirm der R6 das Bild nicht so richtig beurteilen und wir haben jetzt hinten echt highest dynamic range. Ob das jetzt so richtig gut aussieht, das kann man erst am Rechner beurteilen. Alles klar, ich mache jetzt auch Feierabend. Ich habe jetzt irgendwie x Speicherkarten dabei aus verschiedenen Kameras und hoffe, ich habe... Das macht nie Sinn. Ich will immer am Ende des Vlogs sagen, was die Herausforderungen des Vlogs sind. Aber bis dahin ist ja schon alles passiert. Meine Herausforderung heute ist, ich habe ganz viele Speicherkarten aus verschiedenen Kameras für diesen einen Vlog, wo ich jetzt mir Zeug raussuchen muss. Ja. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis morgen. Tschüss.
Wer es noch nicht gemacht hat, abonniert den Kanal. Wir wollen endlich mal die 10.000, oder? Hey. Du willst endlich mal die 10.000. Wir. Du willst das ja wohl hoffentlich auch. Ich will das auch, aber ich will das für dich. Also, wenn ihr mir einen Gefallen tut, weil ich habe für den Marius immer noch kein Weihnachtsgeschenk und es ist schon Oktober, dann abonniert doch einfach mal den Kanal. Ist auch ganz egal, ob ihr euch jetzt gerade verklickt habt und eigentlich auf der Suche seid nach einer guten Staubsaugerempfehlung. Einfach mal abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, packt es immer in die Kommentare. Marius beantwortet so gut wie jede Frage. Das heißt, gerade wenn es technische Rückfragen sind, womit arbeitet ihr, was hattet ihr vorgestern zum Frühstück und wie kriegt man eigentlich so eine Frisur, einfach mal reinschreiben. Hashtag des Tages. Husten am Set. Und damit vielen, vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Wusstest du, dass Pete, dadurch, dass wir eine Couch drüben im Lager stehen haben, immer denkt, wir würden da Pornos drehen? Ja, klar. Weil er hatte die... Backroom Casting Couch. Ja, pass auf, der hatte vor die Fenster hatte er so Frostfolie geklebt. Und die habe ich dann wieder abgenommen und habe Vorhänge davor gemacht. Und dann war er so, warum brauchst du hier Vorhänge? Ich so, ja, für den Look. Und er so...